Kannst du dich noch daran erinnern, wie er dir gesagt hat, du sollst nicht so schnell laufen? Wann war das? Als Banga und ich den Krokodilen begegnet sind. Tsukasama! Da seid ihr ja. Kion, hat dein Vater nicht gesagt, du sollst zu Hause bleiben? Ach, das so. Banga und ich sind auf Abenteuersuche. Ich komme. Huwaisi! Jetzt hör gut zu, junge Gepardin. Du darfst nicht so schnell laufen. Nicht so schnell. Alles klar. Huwaisi! Das ist nicht langsamer. Fuli, Fuli! Und was euch zwei angeht, Kion, Banga, oh je, wo seid ihr nur hin? Abenteuer, wir kommen! Ja! Krokodile! Krokodile! Na und? Die können uns nicht aufhalten! Tsukasama! Banga, warte auf mich! Na gut, Krokodilchen! Aus dem Weg! Was ist das denn? Sieht aus wie ein Snack! Vorsicht, Krokodile! Ihr wollt euch doch nicht mit uns anlegen! Für wen halten diese Winzlinge sich? Ich bin Banga, das ist Kion. Und ihr Krokos seid uns im Weg. Hey, kleine Kerlchen, das hier ist Krokodilterritorium. Ihr solltet gehen. Sofort. Es sei denn, du willst mich herausfordern. Oh ja, so ist es. Darauf kannst du deine Beulen wetten. Ich fordere dich heraus. Was bedeutet herausfordern? Hey, wenn ihr euch mit Banga anlegt, legt ihr euch auch mit mir an. Wie schön. Zwei leckere Snacks auf einmal. Ja, lecker. Genug! Sasu! Ich nehme an, es ist nur ein Versehen deinerseits pur. Aber du wolltest doch ganz gewiss nicht, dass Maku den Sohn des Königs frisst. Das ist der Sohn des Königs? Eher nicht ich. Ich glaube wohl kaum, dass der König glücklich darüber wäre, wenn ihr Krokodil ihn grundlos verspeist. Grundlos? Die zwei sind an unsere Wasserstelle gekommen und haben uns herausgefordert. Wir haben jedes Recht, sie zu fressen. Maku hat recht, Sasu. König Simba kennt und respektiert unsere Regeln. Sasu! Also gut, Pua. Auch ich respektiere die Regeln der Krokodile. Aber da ich für Kions Wohlergehen verantwortlich bin, biete ich mich selbst an seiner Stelle an. Das ist ja bangatastisch. Obwohl ich nur ein bescheidener Berater König Simbas bin, nehme ich doch an, dass ich sogar den wählerischsten Gaumen zufriedenstellen kann. Simba ist ein guter und gerechter König. Ich möchte ihn nicht verärgern, indem ich seinen Sohn fresse oder seinen königlichen Berater. Besonders nicht den, der den Mut eines Krokodils beweist. Ihr drei könnt alle gehen. Oh, na schön. So hungrig war ich sowieso nicht. Kion, du und dein Freund, ihr solltet nie wieder ungebeten hierher kommen. Ja, Sir. Kommt ihr zwei schnell zurück zum Königsfelsen, bevor Pua seine Meinung ändert. Das habe ich alles vergessen. Sasu ist in Makus Maul gesprungen, um dich zu retten? Das ist mutig. Er musste dich retten. Du bist der Sohn des Königs. Fuli, er war in Makus Maul. Nicht jeder kann so mutig sein. Ja, genau. Und ich weiß alles über mutig sein.